Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ich begrüße euch, Sterbliche. Ich werde alles Erdenkliche tun, um den Zwillingen zu helfen, wie ich es für Sonnenbrand tat. Doch zuerst müssen sie den Aschwald überleben. Sie müssen den Weg der Obelisken beschreiten. Erzählt mir mehr über diese Prüfung. Was ist der Pfad der Obelisken? Bevor ich sie lehren kann, ihre Macht zu bändigen, müssen sie sie erst verstehen. Der Pfad der Obelisken wird ihnen helfen, das zu tun. Sie müssen die drei uralten Orakel besuchen und erfahren, welche Wahrheiten jedes von ihnen enthüllt. Was für eine Rolle spiele ich dabei? Beschützt die Zwillinge vor den Gefahren des Waldes. Sie können ihre Kraft nicht sicher entfesseln, bis sie gelernt haben, sie zu lenken. Bei jedem der Obelisken müsst ihr die Wahrheit bezeugen, die sie erfahren. Kommt zu mir, sobald all dies erledigt ist. Danach sehen wir weiter. Ich werde die Zwillinge beschützen und bezeugen, was sie erfahren. Die Macht dieser beiden Ambitionen wächst mit jedem Augenblick. Ihr müsst euch beeilen. Der Weg beginnt im Nordwesten. Sucht nach den Obelisken des Ursprungs, der Befähigung und der Unausweichlichkeit. Jeder offenbart eine verborgene Wahrheit. Was werden die Zwillinge von diesen Obelisken lernen? Das kann ich nicht mit Gewissheit sagen. Ihre Wahrheiten gehören ihnen, nicht mir. Doch ich weiß, dass sie diesen Weg gehen müssen. Sterbliche können nicht werden, was sie sein müssen, ohne zunächst zu begreifen, was sie sind. Viel bleibt diesen beiden Ambitionen noch verborgen. Was macht ihr in den toten Ländern? Die Dremora meines Clans leben schon seit ungezählten Zeitaltern in den toten Ländern. Dies ist der Sitz meiner Macht, ebenso wie der von Merones Dagon. Meine Ziele sind jedoch meine eigenen. Dann dient ihr also nicht Merones Dagon? Treue ist unter den Daedra nicht so einfach wie in der Welt der Sterblichen. Sagen wir einfach, ich will nicht, dass Merones Dagon bei diesem Unterfangen erfolgreich ist. Die Ambitionen dürfen nicht in seine Hände fallen. Nun gut, einfach hier hochlaufen, okay. Das war ein Wolf. Beziehungsweise entlanglaufen, nicht hochlaufen, weil es ist ja runter. Ich kann euch nicht sehen. Ich muss jetzt gehen. Das muss der erste Obelisk sein. Ja. Ist er. Macht euch bereit, Bruder, während unsere Freunde... Da geschieht etwas. Die Kinder schlafen? Wie? Ich konnte den Jungen nicht beruhigen. Ich habe die Zwillinge gefüttert, bis sie satt und müde waren. Eure Majestät, willkommen. Die Kinder sind gesund und stark. Wie befohlen, mein Kaiser, gebar sie Zwillinge. Wie Merones Dagon es befahl, so ist es geschehen. Unsere Eltern und der Hohepriester? Ich verstehe nicht. Ernsthaft? Ich verstehe den Spruch nicht, wie befohlen gebar sie Zwillinge. Hallo? Kann ich eigentlich reiten? Nee, schade. Wo sind wir denn jetzt rum? Geradeaus, dann rechts. Passt auf! Ja. Basti kümmert sich drum, wenn er dann mal seinen Job nachgeht. So, der beste Tank ist er jetzt nicht gerade. Ich schätze, dies ist der Obelisk der Befähigung. Aktiviert ihn bitte, meine Freunde. Zeit für das letzte Ritual, mein Kaiser. Fahrt fort, hohe Priester. O Merones Dagon, Fürst des Ehrgeizes und der Zerstörung, erfüllt diese Säuglinge mit eurer Macht. Lasst sie bis zur erwählten Zeit in ihren Gefäßen reifen und heranwachsen. So wie Dagon soll es will. Geschehen. Unsere Eltern wurden Merones Dagon geopfert? Warum? Tja, das ist eine gute Frage.
Moment, wir müssen da uns rechts halten, also hier hoch. Ich hoffe, das ist jetzt richtig, weil man kann ja auch links laufen. Also hier irgendwie die Wege, aber normalerweise müssen wir von da oben eigentlich da hinkommen. Dich will ich jetzt eigentlich nicht auch noch triggern hier. Was ist das hier? Das Portal ging von allein auf. Ich schätze, wir sollten einfach hindurchtreten. Entschuldigung, ich hab schon gemacht. Stellt das Unausweichliche. Das muss der Tag sein, an dem ihr begreift, dass ihr zum Scheitern verurteilt seid. Dass ich und die erwachende Flamme siegten. Nein, Destron, sind wir das da oben? Und Meronis Dagon? Ist das unsere Zukunft, Kalia? Ist das unausweichlich? Unausweichlich würde ich nicht sagen, aber warum hängen hier oben die Klone von ihm? Wie lange ist das her, als ich euch zermalmte und die Ambitionen für mich selbst beanspruchte? Es muss doch recht niederschmetternd sein, nun zu sehen, dass all eure Bemühungen umsonst waren, dass mein Sieg unausweichlich ist. Die anderen Visionen haben uns die Vergangenheit der Zwillinge gezeigt. Warum ist diese anders? Visionen? Ihr missversteht die Kräfte, mit denen ihr es zu tun habt. Angesichts eurer Fehler vor eurem Dahinscheiden überrascht mich das nicht. Ihr seid durch das Portal beim Obelisken der Unausweichlichkeit in den Totenländern getreten. Was könnte unausweichlicher sein als die Zukunft? Ihr wollt mir sagen, ihr hättet gewonnen, dass ihr nun auf dem Rubinthron sitzt? Schaut euch um und seht selbst. Der Umstand, dass ihr vor mir steht, beweist, dass ihr mich nicht aufgehalten habt. Ihr habt die Ambitionen nicht gerettet. Ihr habt niemanden gerettet. Ich habe euch vernichtet. Nun gehört diese Ebene meinem Herrn und Meister, Meronis Dagon. Dann kann ich euch jetzt ebenso gut töten, genau. Ja, entweder das ist eine Lüge oder nichts ist unausweichlich. Ihr habt noch nicht gewonnen. Ich würde sagen, das ist eine Lüge. Wenn ich euch finde, werde ich euch vernichten. Ihr habt das Gleiche gesagt, als wir vor so vielen Jahren in Dunkelforst kämpften. Ich fand euren törichten Heldenmut damals amüsant. Nun finde ich ihn nur umso amüsanter. Glaubt mir, es war kein echter Kampf. Ihr seid gut gestorben, falls das ein Trost ist. Nein, ist es nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das Zeit zu die Wahrheit ist. Durch das Portal, rasch! Von sich gibt. Vandasia! Er hat uns vorgeführt wie Trophäen. Unsere Zukunft. Es ist hoffnungslos. Beruhigt euch. Was ihr gesehen habt, war nur eine mögliche Unausweichlichkeit. Nichts ist in Stein gemeißelt. Darf ich mit allen sprechen, egal welche Reihenfolge, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass meine Geschichte so enden würde. Ich hätte wirklich gedacht, wir würden siegen. Auch wenn es anders erscheinen mag, ist die Sache noch nicht vorbei, Destron. Ist sie nicht? Ihr habt den Fürsten der Zerstörung gesehen. Wie können wir darauf hoffen, solch ein Geschöpf zu besiegen? Oder sein Hohepriester? Vielleicht ist es besser, wenn wir zulassen, dass unsere Macht uns verschlingt. Wenigstens kann uns Vandasia dann nicht ausnutzen. Sich selbst zu vernichten ist nicht die Lösung. Ihr müsst lernen, eure Kräfte zu bändigen. Und ich stehe euch bei. Nun klingt ihr wie Kalia und Sombrin. Ihr habt allerdings recht. Wir verfügen über Macht, die alles übersteigt, was Vandasia hat. Deshalb will er uns. Sobald Xyna uns gelehrt hat, sie zu beherrschen, werden wir unaufhaltsam sein. In Ordnung. Wir sind dabei. Bringen wir es hinter uns. Kalia. Vandasia wird gewinnen. Moment.
So will ich nicht mit der reden. Du kannst dich doch nicht einfach zwischenstellen. Der Obelisk der Unausweichlichkeit offenbart nur eine mögliche Zukunft. Zugegebenermaßen ist sie der wahrscheinlichste Ausgang, aber nicht der einzige. Da wir nun wissen, worauf es hinausläuft, können wir daran arbeiten, das zu ändern. Dann wird Vandas ja also gewinnen? Merunes Dagon wird unsere Welt für sich beanspruchen? Wir haben es mit Kräften zu tun, die unser Verständnis übersteigen. Es war immer klar, dass es eine schwierige Reise werden würde. Doch der Obelisk der Unausweichlichkeit hat uns nur gezeigt, was geschehen wird, wenn die Ereignisse der derzeitigen Bahn folgen. Diese Zukunft ist nicht eingetreten. Noch nicht. Was tun wir also? Die Zwickmühle, in die man bei jedem Besuch bei einem Orakel gerät. Will man wissen, was kommt, oder bleibt man lieber in gnädiger Unwissenheit? Ich glaube, unsere Entscheidungen machen einen Unterschied. Ich will mich Merunes Dagon widersetzen. Keine Vision wird mich von dieser Entscheidung abbringen. Ich hoffe, euch geht es genauso. Definitiv. Wenn ihr mich nicht immer alle hier nerven würdet und dazwischen stehen würdet, könnte ich auch mal mit Kalja sprechen. Vandasia wird gewinnen. Das haben wir selbst gesehen. Er hat uns die Kraft entzogen. Als ob man Wein aus einem Kelch trinkt. Das war nur eine Vision, Kalja. Wir sind noch nicht besiegt worden. Aber ihr habt gesehen, wie Vandasia wirkte. Stark, mächtig. Und Merunes Dagon blickte auf uns herab. Wie können wir dagegen bestehen? Ihr lernt, eure Kraft zu bändigen. Und wir stellen uns ihnen gemeinsam. Ich weiß nicht. Kann es denn so einfach sein? War das der Sinn dieser Vision? Uns zu zeigen, wie wir erschaffen wurden und welche dunkle Zukunft womöglich vor uns liegt? Nun gut, ich verstehe. Nur weil die Nacht lang ist, heißt das nicht, dass die Sonne morgen nicht aufgeht. Ganz genau. Wir müssen den Weg hier hochgehen. Ja, aber klar. Sterbliche, die den Weg der Zwillingsambitionen bezeugte, lasst uns reden. Endlich können wir einander persönlich begrüßen, Sterbliche. Bevor wir mit dem Vorgang beginnen, der es den Zwillingen erlauben wird, ihre Kräfte zu beherrschen, muss ich euch eine einfache Frage stellen. Warum will jemand, die Merunes Dagon verabscheut, seinen Ambitionen helfen? Die Ambitionen sind eigenständige Personen. Sie sollten selbst über ihr Schicksal entscheiden. Ein edler Gedanke. Doch sie sind mehr als nur eigenständige Personen. Sie sind mächtige Waffen. Dagons Priester hat sie mit einem Teil der Energie des Fürsten der Zerstörung selbst erfüllt, als sie geboren wurden. Diese Energie ist angewachsen und im Lauf der Jahre immer stärker geworden. Angewachsen und stärker geworden. Zu welchem Zweck? Stellt euch jede Ambition wie eine Bank der Sterblichen vor. Doch statt Gold hat der Priester einen Teil von Dagons Energie in sie eingezahlt. Die Energie in ihnen wuchs und häufte im Lauf der Jahre Zinsen und Zinseszinsen an, wie bei euren Ersparnissen. Zudem hat sich die Energie verwandelt. Es gab in Tamriel schon Ersparnisse und Zinseszinsen. In welcher Weise verwandelt? In jeder Weise. Was einfach nur dem Reich des Vergessens entstammte, wurde mit Nirn vermischt. Nun ist diese Energie Teil beider Reiche. Und deshalb will Merunes Dagon sie zurück. Sie wird ihm jene Verbindung nach Nirn verschaffen, nach der es ihn so sehr verlangt. Ein Pfad in eure Welt. Wie lehrt ihr die Zwillinge, ihre Macht zu beherrschen? Ihre Macht ist wie ein Vulkan, der immer mehr Druck aufbaut, ehe er ausbricht oder Lavaströme entfesselt. Das eine ist eine Katastrophe, das andere lediglich zerstörerisch. Ich werde den Ausbruch hinauszögern, indem ich sie lehre, die Energie zu streuen und die Kontrolle zu behalten. Ihr dürft natürlich zusehen. Ich werde euch im Auge behalten. Ganz genau. Wir müssen mit dem Ritual beginnen. Hier entlang. Ja. Doch bevor ich da reingehe,
Liebes Zenimax-Team, nicht so weit fort. Ich fühle mich sicherer, wenn ihr in der Nähe seid. Ihr habt euch verraten. Es gibt Zinsen und Zinseszinsen in Tamriel. Ich hätte bitte gerne auf mein Vermögen Zinsen und Zinseszinsen angerechnet. Bis nächste Woche Montag. Dankeschön. So, weiter geht's. Was macht ihr mit uns? Was passiert hier? Xyna, was habt ihr vor? Euch dabei helfen, euer Schicksal zu erfüllen. Ihr seid Ambitionen. Ihr gehört Merones Dagon. Ernsthaft? Was ist geschehen? Nein! Xyna! Verdammt! Ihr habt uns verraten! Verdammt sei sie! Xyna hat uns verraten und in das Spinnennest geschleudert! Was ist das Spinnennest? Es ist ein Verlies unter ihrem Heiligtum. Sie schickt ihre Feinde zum Sterben hierhin. Doch wir sind nicht ihre Feinde. Sie hat mein Leben oft gerettet. Wenn sie mir schaden wollte, hätte sie das vor langer Zeit tun können. Warum wendet sie sich jetzt gegen mich? Sie erwähnte Merones Dagon. Ich glaube, sie plant, ihm die Zwillinge zu übergeben. Ich will das nicht glauben, aber ich habe auch gehört, was sie gesagt hat. Und sie hat mir vollkommen die Energie entzogen. Ich kann meine Kraft nicht einsetzen, bis sie sich wieder aufgeladen hat. Wir müssen einen Weg hier herausfinden. Wir müssen Kalia und Destron erreichen, bevor Xyna sie übergeben kann. Wie werden wir den Zwillingen helfen können, wenn Xyna sich weigert, ihnen zu zeigen, wie sie ihre Kraft beherrschen können? Eins nach dem anderen. Ich muss meine Kraft wiederherstellen. Lasst mich nachdenken. Xyna hat mir von einem alten Feind erzählt, den sie vernichtet hat. Sie schleuderte ihn an diesen Ort und behielt seinen Schädel als Trophäe. Er könnte genug Energie enthalten, um meine Kraft sofort wieder zu regenerieren. Erholt ihr euch. Sagt mir einfach, wo ich den Schädel finden kann. Der Schädel ist in der Schatzkammer. Dorthin gelangt ihr, wenn ihr durch die Osttür geht. Bergt ihn und trefft mich an der Tür nach Norden. Ihr werdet mich dort in eine Meditation versenkt vorfinden. Präsentiert den Schädel und ich übernehme den Rest. Wer war dieser alte Gegner von Xyna? Mentyx, ein uralter Rivale. Ihn herauszufordern war die letzte Aufgabe, die mir Xyna auftrug, als sie mich ausbildete, meine Macht zu beherrschen. Gemeinsam bezwangen wir Mentyx und ließen seine Knochen im Spinnennest. Lösen sich Dedra nicht einfach auf, wenn sie sterben? Xyna hat etwas mit Mentyx gemacht, um seine Essenz für immer hier zu binden. Sie hielt ihn davon ab, zurückzukommen, indem sie seine Macht hier einsperrte. Unter ihrem Tempel. Deshalb steckt auch Energie in dem Schädel. Energie, die ich nutzen kann, um meine Kraft aufzuladen. Warum sollte Xyna euch die Kraft entziehen und euch hier unten festhalten? Sie wollte sich wahrscheinlich nicht mit drei Ambitionen und euch gleichzeitig anlegen. Sie braucht unsere Macht in voller Stärke für das, was sie geplant hat. Sie hat umgekehrt, was ich getan habe. Ich kann es spüren. Kalias und Destrons Macht wurde entfesselt. Sie hat ihre Macht entfesselt, ohne sie zu lernen, wie man sie beherrscht? Wird sie das nicht verschlingen? Irgendwann schon, doch wahrscheinlich nicht, bevor Xyna abgeschlossen hat, was immer ihr vorschwebt. Schnell, wir brauchen diesen Schädel. Damit kann ich meine Kraft aufladen und den Zwillingen helfen. Anschließend, wenn sie nicht mehr Gefahr laufen, einfach zu zerbersten, können wir uns den Rest überlegen. Wie könnt ihr Kraft aus einem Schädel gewinnen? Der Schädel enthält die gefangene Essenz eines mächtigen dädrischen Fürsten. Hätte Xyna ihren Nebenbuhler einfach getötet, wäre er zurückgekehrt, wie es bei den Dädra üblich ist. Also hat sie stattdessen einen Teil seiner Energie eingefangen, damit er nicht zurückkommen kann. Und ihr könnt diese Energie einsetzen, um eure Kraft aufzuladen? Ihr habt Xyna gehört. Meine Kraft entspringt sowohl dem Reich des Vergessens als auch Nirn. Ich kann einen Funken der gefangenen Essenz eines dädrischen Fürsten einsetzen, um meine Kraft aufzuladen. Das heißt, dass Xynas alter Feind befreit wird und eines Tages zurückkehren kann. Nicht, dass mich das noch kümmert. Naja, es kommt drauf an. Wenn er uns jetzt alle umbringen will, sollte dich das vielleicht doch kümmern. Aber gut. Wo müssen wir hin? Basti, ich hoffe, du bist auch dabei. Was die? Sonst steht der immer im Weg rum.
Jetzt meldet er sich nicht mal. Okay. Auf zum Spießrutenlauf. Oh, deswegen heißt das Ding Spießrutenlauf. Verstehe. Das klang jetzt irgendwie böse. Okay. Ich gehe da mal außen rum. Ich wollte gerade sagen, geh aus, geh aus, geh aus. Ich schätze, die Gegner kommen jetzt alle, wenn ich zurücklaufe. Ja, natürlich, da sind sie schon. Wie laufe ich denn jetzt hier eigentlich? Irgendwie... Bin ich verwirrt, das war doch nicht da. Ja gut, er hat gesagt, wir treffen uns woanders. Aber das war doch nicht da. Wo wir eigentlich waren. Wo meditiert er denn? Hallo? Ich spüre die Energierückstände. Ja. Haltet den Schädel bitte in meine Richtung. Hallo? Machst du das auch mal? Seht euch an, was ich gefunden habe, während meine Kraft sich regeneriert. Ich habe es dorthin gelegt. Hat er. Ja, das könnt ihr dann selber durchlesen. Das ist ein bisschen viel. Nun gut, ich bin bereit. Folgt mir. Wir müssen Xyna aufhalten. Greift an! Mach ich. Sie macht irgendetwas mit den Zwillingen. Ihr kommt zu spät, Fürst Dagon. Ich die Ambitionen gehören Fürst Dagon. Ihre Macht ist ja, natürlich geht sie genau in dem Moment weg, sobald ich meine Ulti gelegt habe. Alter, ist das dein Ernst? Mein Meister, das ist gerade der Versenker. Ich habe gerade echt Bomatz, der Versager, gelesen. Wenn ihr nur die wahre Bestimmung der Ambitionen verstehen würdet. Hallo. Basti, kommst du noch mal? Du bist hier der Tank, nicht ich. Ich enttäusche meinen Fürsten und Prinzen. Hallo? Ja, jetzt habe ich natürlich wieder mal keine Ulti mehr. Aber macht nichts. Nein, Basti, geh weg! Ich will looten! Sie wollte uns Merunes Dagon opfern! Sombren! Wie konntet ihr uns zu diesem Scheusal bringen? So war sie nicht. Ich wusste das nicht. Destron, helft mir ein Portal zu öffnen. So wie Sombren es uns gezeigt hat. Kriegt er das auch hin? Ah. Okay. Das ist nicht wie das hätte laufen. Es hat etwas Wunderbares, ohne Ziel durch die Straßen einer Stadt zu streifen. Oh, Basti, halt die Klappe. Ich muss hier... Xyna... Sie gab mir nie Anlass zu der Vermutung, dass sie uns verraten würde. Dass sie an unserer Erschaffung beteiligt war. Dass sie uns Merunes Dagon opfern wollte. Wenigstens scheinen die Zwillinge nicht kurz vor dem Explodieren zu stehen. Meint ihr, das stimmt? Dass ihr erschaffen wurdet, um jene Macht umzuwandeln, mit der Dagon euch versah? Lasst mich noch einen Blick auf Xynas Kontrakte werfen. Ja, hier steht es. Xyna hat ein heiliges Buch verwendet, um Vandasia zu zeigen, wie man die vier Ambitionen erschafft. Könnte es das Mysterium Xarxes gewesen sein? Sie war Dagon immer treu ergeben. Sie wollte uns nie helfen.
Das Mysterium Xarxes, also das Buch, was Everly hat. Ich frage mich, wo die vierte Ambition ist. Vielleicht wissen wir nur von dreien. Bisher wissen wir nur von dreien. Hoffentlich ist sie immer noch in einem Gewölbe eingeschlossen oder streift frei umher wie ich. Mich schaudert bei dem Gedanken, dass Vandasia sie gefangen genommen hat, während wir anderweitig beschäftigt waren. Ich bin mir nicht sicher, was wir als nächstes tun sollten, meine Freundin. Es wirkt langsam hoffnungslos. Wir werden einen Weg finden, Vandasia zu besiegen und die Ambitionen zu retten. Euch alle. Ich hoffe, ihr habt recht. Doch ich weiß nicht, wie es von hier aus weitergehen soll. Wenn alle Stricke reißen, vernichten wir uns selbst, anstatt Dagon gewinnen zu lassen. Wir sind die Schlüssel dazu, um die Grenzen zwischen hier und den Totenländern einzureißen. Wir dürfen nicht in seine Hände fallen. Bringt die Zwillinge zurück in den Tempel, während ich mit Kesho spreche. Uns wird etwas einfallen. Kalia und Destron, sie haben keinen Grund, mir zu trauen. Nicht mehr. Doch ich werde sie weiterhin beschützen. Und irgendwie werde ich einen Weg finden, mir ihr Vertrauen wieder zu verdienen. Könnt ihr Kalia und Destron davon abhalten, sich selbst zu vernichten? Was immer Xyna auch getan hat, um sie auf die Opferung vorzubereiten, es scheint ihre Kraft gedämpft zu haben. Wie lange das anhält, kann ich nicht sagen. Doch bis ihre Kraft wieder ein unbeherrschbares Maß annimmt, sollten sie sie einsetzen können, um uns zu helfen. Was geschieht danach? Ich werde versuchen, die Zwillinge so auszubilden, wie Xyna mich ausgebildet hat. Wenn alles fehlschlägt, kann ich sie in die Totenländer bringen. Dieses Reich scheint uns von allein Energie abzuziehen und auf einem beherrschbaren Maß zu halten. Es ist nicht meine erste Wahl, doch als letztes Mittel sollte es genügen. Ja, ihr beiden. Sombren hat nur versucht, uns zu helfen. Das weiß ich. Doch er hat uns dennoch an diesen schrecklichen Ort geführt. Was auch immer Xyna uns angetan hat, es hat mir einen Teil meiner Kraft genommen. Ich glaube, ich kann mein Feuer nun einsetzen. Es beherrschen. Zumindest eine Weile. Könnt ihr Sombren danach noch vertrauen? Ich glaube nicht, dass Sombren uns schaden will. Ich glaube, er will uns tatsächlich helfen. Ich werde ihm nicht blind vertrauen, doch ich werde ihm beistehen. Ich glaube nicht, dass ich eine andere Wahl habe. Nicht wirklich. Xyna wollte nicht helfen. Sie wollte uns ermorden. Wie viel mehr von diesen Fanatikern werden noch versuchen, uns zu opfern, bevor all das hier vorbei ist? Wenigstens habe ich für den Moment meine Kraft gebändigt. Es mag nicht anhalten, aber es ist besser als nichts. Sombren meint, er könnte euch unterweisen. Zumindest wird er es versuchen. Sombren ist ein Narr. Er hat zugelassen, dass diese Dremora ihn überlistet. Damit hätte er uns fast umgebracht. Ich werde mir anhören, was er zu sagen hat, doch ich werde ihm nicht blind vertrauen. Nicht bei allem, was hier auf dem Spiel steht. Das Schicksal der ganzen Welt hängt davon ab, was wir als nächstes tun. Naja, aber es hört sich auf jeden Fall um einiges besser an als... Ich ahnte nicht, dass Xyna uns verraten würde. Sie wollte uns umbringen, Sombren. Es tut mir leid, mach das nicht ungeschehen. Destron, Xyna hat auch Sombren betrogen. Weil er dumm genug war, ihr zu vertrauen. Ich bringe das in Ordnung, ich verspreche es. Lasst uns zum Tempel zurückkehren. Wir sollten das nicht auf der Straße besprechen. Ja, bin ich auch für, weil von wegen Augen und Ohren, ne? In Gideon. Würde ich mich dran halten. Vor allen Dingen nicht so in der Öffentlichkeit hier rumlaufen am besten. Da. Gideon ist nicht, wo wir diesen Kampf führen. Es gibt einen besseren Ort, um die Ambitionen zu verteidigen. Redet ihr mit mir? Ihr seid zurück! Ich will alles erfahren, was geschehen ist. Doch ihr solltet zuerst mit Gouverneurin Kesho sprechen. Ihr kehrt zu einem finsteren Zeitpunkt zurück, Söldnerin. Während ihr fort wart, haben wir erfahren, dass die erwachende Flamme eine Armee versammelt. Ich fürchte, sie wird bald auf Gideon marschieren. Doch Evelyn meinte, ihr hättet die Ambitionen mitgenommen, um mehr über ihre Kräfte zu erfahren. Hattet ihr Erfolg? Schon irgendwie. Wir wissen mehr über die Ambitionen, doch sie schweben immer noch in Gefahr. Wir schweben alle in Gefahr. Immerhin habt ihr es geschafft, für die Sicherheit der Ambitionen zu sorgen. Dafür danke ich euch.
Was den Kult anbetrifft, so haben Evely und ich Pläne geschmiedet. Doch zuerst möchte ich, dass ihr dies hier bekommt. Eine Vergütung für die Arbeit, die ihr bislang um Dunkelforsts Willen verrichtet habt. Wir haben einen gestärkten Blitzstab vom Set Totenländer-Assassine erhalten und die Haube der Schwarzflosse, oh Gott, schwieriges Wort, nämlich die Krone dieser Gouvernante? Ich weiß es nicht, ihr wisst, was ich meine, die haben wir auf jeden Fall auch erhalten. Der Kult der erwachenden Flamme hat ein Netz um Gideon gespannt. Vandasia sammelt eine Armee, einschließlich der Wachen aus Garnisonen, die ihm schon immer treu ergeben waren. Er weiß, dass die Ambitionen hier waren. Und dass sie nun zurückgekehrt sind. Habt ihr eure Meinung geändert, was ein Gefecht in Gideon angeht? Nein, die Stadt ist kein Ort für eine Schlacht. Wenn die Feinde einen umzingeln, steht man mit den Rückenschuppen lieber zu einem Baum. Wir werden die Ambitionen zur Feste Rotmähne verlegen. Die Kaiserlichen haben sie bereits vor Jahren aufgegeben. Doch meine Schwarzflossenlegion hat die Verteidigungsanlagen instand gesetzt. Soll ich die Ambitionen zur Feste Rotmähne bringen? Nein, ich habe eine andere Aufgabe für euch. Ruft so viele Verbündete zur Feste Rotmähne, wie ihr könnt, damit sie bei der Verteidigung der Ambitionen helfen. Ich habe meine Legion vorausgeschickt, doch ich fürchte, wir brauchen mehr Kämpfer. Bevor ihr geht, sagt den Ambitionen, was wir tun und warum. Sie vertrauen euch. Ich werde mit den Ambitionen sprechen und dann versuche ich Verbündete für die Verteidigung der Feste Rotmähne. Sagt den Ambitionen, wir werden sie mit unserem Leben verteidigen. Nur eben nicht hier, wo so viele Zivilisten in Gefahr gebracht würden. Lasst uns die Feste Rotmähne als Baum in unserem Rücken nutzen. Evely wird die Ambitionen sicher in die Feste geleiten. Sprecht mit ihr, bevor ihr aufbrecht. Wo soll ich nach Verbündeten suchen? Ich überlasse die Einzelheiten euch. Überlegt, wem ihr in Dunkelforst geholfen habt. Evely hat vielleicht auch ein paar Ideen. Denkt daran, das ist keine Mission für einen Kurier oder Boten. Der Kult hat die Straßen von Dunkelforst besonders gefährlich gemacht. Frisch doch einmal mein Gedächtnis bezüglich der Schwarzflossenlegion auf. Sie sind meine Waffengeschwister. Die besten argonischen Krieger, die Schwarzmarsch je hervorgebracht hat. Die Legion begann als Söldnertrupp und wurde durch die Akaviri und im Allianzkrieg abgehärtet. Nun beschützt sie Gideon und sie wird die Ambitionen beschützen. Ja, jetzt dürfen wir endlich mal mit Evely sprechen, aber wenn wir das tun, wette ich mit euch, dass dann die nächste Quest beginnt. Okay, ich weiß es, anhand des Zeichens von der Hauptquest über ihren Kopf natürlich. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Da die Folge auch wahnsinnig lange geworden ist, werde ich die auf jeden Fall auch in zwei Teile geschnitten haben. Seid mir nicht böse, wenn der Cut nicht so perfekt ist, weil... Wie gesagt, sowas mache ich dann immer im Nachhinein, wenn ich beim Aufnehmen denke, vielleicht ist es nicht mehr so lang, vielleicht ist es nicht mehr so lang und schwupps ist auf einmal eine Stunde wieder weg und man denkt, das ist vielleicht ein bisschen lange für eine Folge. Wir sehen auf jeden Fall, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.